Herzlich willkommen zu 10 weitere Dinge, die du auf keinen Fall googeln solltest. Da viele von euch gerne das Gegenteil tun von dem, was ich ihnen rate, kommt jetzt eine erneute Liste von 10 Dingen, die du auf keinen Fall googeln solltest. Spätestens am Ende dieser Liste wirst du bemerken, dass diese hilfreiche Suchmaschine Google, die man eigentlich für jede Frage benutzen kann, viel dunkler, grausamer und widerwärtiger ist, als du dir eigentlich vorstellen kannst. Und ich möchte vorab zu 100% euch bitten, nicht alle diese Dinge zu googeln, da manche wirklich grausam sind und wirklich eine Belastung sein können. Viel Spaß! Degloved Face. Beginnen wir gleich mit etwas ziemlich Widerlichem. Dieser Suchbegriff ist nämlich besonders für alle schockierend, die sich den Begriff nicht übersetzen können. Degloved bedeutet so viel wie entfernt oder abgezogen. Und somit ist ein Degloved Face ein vom Knochen und Fleisch abgezogenes Gesicht. Sprich, dass die Haut des Menschen von dem Fleisch und dem Rest des Kopfes abgezogen wurde. Wer jetzt denkt, dass Google wohl kaum solch grausame Bilder zeigen würde und denkt, dass das wohl alles Fake-Bilder sein werden wie in das Schweigen der Lämmer, der liegt zu 100% falsch. Wer mir nicht glaubt, der soll einfach mal googeln, aber ich rate davon ab. One Lunatic, One Ice Pick. Ich möchte erstmal zu Beginn sagen, dass dieser Punkt kein Spaß ist. Das, was man beim Googlen findet, was ich gleich beschreiben werde, ist grausam, widerwärtig und einfach schrecklich. Ich möchte euch wirklich nahelegen, dass ihr diesen Suchbegriff nicht googelt. Also, One Lunatic, One Ice Pick ist ein Suchbegriff, der zu einem Video von 2012 führt. Dieses Video wurde von Luca McNotter, einem kanadischen Pornodarsteller, aufgenommen und zeigt, wie McNotter den asiatischen Studenten Lin Jun, der aus China kommt, mit einem Eispickel auf grausamste Art und Weise ermordet und sogar seinen Körper zerteilt. McNotter lud daraufhin das Video selbst hoch unter dem Namen One Lunatic, One Ice Pick, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Video wurde zwar erst vom Internet entfernt, doch in der Zeit, wo es im Internet zu finden war, haben verschiedenste Leute das Video gedownloadet und sie laden es bis heute traurigerweise immer und immer wieder erneut hoch. McNotter wurde 2012 in einem Berliner Café gefasst, als er Nachrichten über sich selbst las, und sitzt derzeit im Gefängnis. Stone Baby. Stone Baby ist wohl anders, als jeder Mensch es sich denken kann. Was denkt ihr, wenn ihr Stone Baby hört? Vielleicht eine Steinskulptur, die aussieht wie ein Baby? Oder ein Baby mit extrem trockener Haut? Doch all das ist komplett falsch. Denn das sogenannte Stone Baby oder auch Steinbaby ist das Ergebnis von einer 92 Jahre alten chinesischen Frau, die ein Kind über Jahre hinweg in ihrem Körper behielt. Bis es dann irgendwann aus ihr rauskam und das als eine Art Stein. Der Anblick von diesem Stone Baby und wie es aufgeschnitten wurde, ist wirklich unangenehm und extrem ekelhaft. Markus Janis. Markus Janis war ein 21-jähriger Schwede, der starke Depressionen hatte. Im Jahr 2010 drehte er dann scheinbar durch und schrieb in einem schwedischen Forum, welches vergleichbar ist mit Reddit, dass er sich sein Leben nehmen wird und bereits viele Pillen geschluckt hatte. Viele Leute sagten, dass es Fake sei und manche baten ihn darum, es nicht zu tun. Doch zu den Leuten, die meinten, es sei nur Fake, postete Markus Janis einen Link. Dieser Link führte zu einer Seite, wo man live zusehen konnte, wie Janis sich vor der Kamera, zugepumpt mit Medikamenten, umbringt. Manche Leute riefen sofort die Polizei, als sie merkten, dass Janis keinen Scherz machte. Doch als die Polizei und der Notarzt ankamen, war Janis bereits tot. Und jegliche Reanimation war zu spät. Das Video vom Livestream ist immer noch im Internet unter seinem Namen zu finden. Allerdings empfehle ich niemandem, es sich anzusehen. Mouth Lava. Wer leicht zu ekeln ist, sollte das Folgende wirklich nicht gucken. Wer Mouth Lava googelt, bekommt nämlich einen der wohl widerlichsten Anblicke zu sehen, die er in seinem Leben je gesehen hat. Mouth Lava zeigt nämlich einen Haufen Larven, die im Mund von Menschen sind, sich dort eingenistet haben und diesen Mund zerfressen haben. Auf YouTube gibt es zum Beispiel zu Mouth Lava auch passende Videos, wie die Larven aus dem Körper gezogen werden. Manchmal werden dort auch Larven aus dem Kopf gezogen. Wer das sehen will, ist wohl selber schuld. Brown Recluse Spider Bite.
Wer Arachnophobie, also Angst vor Spinnen hat, der sollte niemals im Leben Brown Recluse Spider Bite googeln. Denn hierbei handelt es sich um die Folgen eines Spinnenbisses, aber nicht von irgendeinem Spinnenbiss, sondern von der Spinne Luxuscles reclusa. Das Besondere ist, dass ihr Biss Teile der Haut abfaulen lässt und somit Löcher in der Haut und widerliche Infektionen entstehen. Wer nie wieder durch ein Spinnennetz gehen will, ohne sich panisch schreiend zu bewegen und um sich zu schlagen und sich die ganze Nacht nach Spinnen abzusuchen, der kann mal danach googeln. Aber ansonsten empfehle ich es wirklich niemandem. Crocodile Effects. Auf Deutsch übersetzt heißt dies Krokodilfolgen. Aber Krokodilfolgen hat rein gar nichts mit den Folgen eines Krokodilangriffs zu tun. Krokodil oder Crocodile, wie man es eigentlich nennt, ist der umgangssprachliche Begriff für eine der schädlichsten und schlimmsten Drogen, die es auf der Welt gibt. Nicht nur, dass schon nach der ersten Benutzung die Droge einen sehr stark abhängig macht, sie sorgt zudem noch dafür, dass der Abhängige Haut und Nägel verliert und teilweise sogar ganze Körperteile abfaulen. Er bekommt Entzündung und sogar seine Haut fällt einfach vom Körper ab. Googelt man Crocodile Effects, kann man die Folgen dieser Droge sehen und wie widerlich es ist. Doch diese Bilder haben etwas Gutes. Denn das Gute an diesen Bildern ist, dass viele Menschen hoffentlich durch diese Bilder von dem Konsum dieser Droge abgehalten werden. Breakthrough Windshield Video. Dieses Video sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich schlimm aus. Jedenfalls nicht so lange, bis man die Geschichte hört. Denn diese Aufnahmen stammen von einer der sogenannten Dashcams, also eine Kamera, die eigentlich nur den Straßenverkehr aufnehmen soll. Während einer ruhigen Fahrt über eine Landstraße fährt ein Laster vorbei, welcher lose Ziegelsteine transportierte. Einer dieser Ziegelsteine reißt sich los, fällt vom Laster und schlägt bei voller Fahrt durch die Windschutzscheibe des Autos. Das Grausame ist jetzt, dass zu diesem Zeitpunkt eine Familie im Auto saß und in Urlaub fahren wollte. Der Stein, der durch die Windschutzscheibe schlug, traf die Mutter und ermordete sie. Die Schreie der Familie und das Weinen der Kinder ist einfach grausam. Und ich empfehle niemandem, es sich anzusehen. Askariasis. Wer Haustiere hat, der weiß, dass diese Tiere ab und an mal Würmer haben können. Dies ist meistens ganz normal und nicht weiter ein Problem, da man den Haustieren bloß eine gewisse Medizin geben muss. Doch auch der Mensch kann von Würmern befallen sein, und in diesem Fall rede ich nicht von dem Fuchswurm, kleinen Würmern, die im Darm leben, sondern von der sogenannten Askariasis. Dies sind große Würmer, die im gesamten Körper leben können und zum Atmen in seltenen Fällen sogar durch die Nase oder den Mund kriechen und kurz rausgucken, um Luft zu holen. Wer mir nicht glaubt, der findet auf Google auch dementsprechend Bilder. Father commits suicide following son's death. Dieses Video gehört zu der schockierten, traurigen Rubrik. Zu sehen ist ein Vater, der gerade versucht, seinen Sohn zu reanimieren, der nämlich vor kurzem gestorben ist. Der Vater gibt nicht auf, seinen Sohn Michael zu reanimieren, bis die Notärzte ihn wegziehen und ihm klar machen, dass es einfach keinen Sinn mehr gibt, damit weiterzumachen. Das Video endet mit einem Vater, der völlig fertig ist und gerade hat seinen Sohn sterben sehen. Doch daraufhin folgt noch ein zweites Video. In diesem Video zeigt der Vater seinen Abschiedsbrief. Er zeigt einen Zettel, wo drauf steht, dass er seinen Sohn liebte. Er zeigt Tabletten, die er alle runterschluckt und wie er dann auf der Couch einschläft und an der Überdosis stirbt. Er kam einfach mit dem Tod seines Sohnes nicht klar. Dieses Video ist wirklich extrem traurig. Das waren diese Bilder, Videos und Suchbegriffe. Ich hoffe, dieses Mal hört ihr auf mich und googelt nicht alles von dieser Liste. Ansonsten wie auch im letzten Video an die, die sowieso nachgoogeln. Viel Spaß beim Googeln und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.